Hallo Freunde, jetzt dürft ihr 10 Minuten an eurem L-Sit arbeiten, entweder auf einer Erhöhung oder wenn es geht auf dem Boden. Knie sind ganz gestreckt, Fußspitze ist ganz gestreckt. Ihr versucht den Schultergürtel langsam zu aktivieren, dann passiert das nicht, genau. Schulter ist dabei mal weg von den Ohren, das hilft euch, dass ihr ordentlich Druck gegen den Boden hinbekommt. Ihr könnt euch dazu auch nochmal gerne mein Tutorial anschauen. Da gibt es ein paar Progressions, die ihr auch für die 10 Minuten hernehmen könnt, wenn ihr keinen L-Sit könnt. Okay, dann machen wir ein E-Mom 10 Minuten lang. Wir machen einen Wall Climb, immer am Anfang der Minute. Und dann halten wir 15 Sekunden die obere Position bzw. die Position, wo ihr reinkommt. Wenn das gut gehen sollte, wäre es wünschenswert, wenn das ihr 10 Sekunden an einem Arm macht, wenn möglich. Und dann natürlich Arm tauschen, wenn ihr die nächste Minute habt. Danach gibt es nochmal ein E-Mom für euch. Dieses Mal haben wir 20 Sekunden einen One-Leg-Tabletop. Und da sollt ihr alle 5 Sekunden das Bein wechseln. Und in der anderen Minute machen wir das gleiche Spielchen mit 20 Sekunden Forward Lean Rest. Auch da Schulter geht wieder weg von den Ohren. Und alle 5 Sekunden tauscht ihr den Arm. Haltet dabei eure Körperspannung und habt viel Spaß.